heute ein ganz gewöhnlicher Anime. Es geht nur um einen chinesischen Warlord aus der Antike, der zum Manager einer Sängerin im modernen Tokio wird und die Massen der Fans mit legendären Kriegstaktiken manipuliert. Nichts Merkwürdiges hier, sehr normal. Ja, boy, komm mit. Der legendäre Militärstratege Shuge Liang Kongming ist einer der berühmtesten Persönlichkeiten des antiken Chinas, dessen Strategien in die Geschichte eingingen. Nach einem vom Krieg geprägten Leben wünscht er sich in seinen letzten Atemzügen nichts sehnlicher als ein friedliches Leben in einer ruhigen Epoche. Augenblicke später findet der Stratege sich in einem jungen Körper im Partyviertel Shibuya von Tokio wieder. Wiedergeboren in dieser grellen Welt, stolpert er geblendet in eine Bar, wo Kongming den Auftritt einer jungen Sängerin miterlebt und von der Musik komplett bezaubert wird. Nach einer wilden Partynacht kollabiert Kongming auf der Straße und wird von der Sängerin gerettet. Im Glauben, dass der Stratege nur ein Cosplayer ist, der nie aus der Rolle fällt, erklärt ihm das Mädchen das Musikbusiness und das moderne Japan. Davon überzeugt, aus einem bestimmten Grund wiedergeboren worden zu sein, beschließt Kongming als Stratege, die Sängerin zu unterstützen, ihren Traum von der Musikkarriere zu verwirklichen. Er fängt als Kellner in der Musikbar an, wo das Mädchen zumeist auftritt und unterstützt sie als Manager. Das hat sie auch bitter nötig, da das Business ein hartes Pflaster voll Rivalitäten, Hindernissen und Hinterhältigkeiten ist. Doch der Stratege kann die neue Welt durch seinen überragenden Intellekt schnell analysieren und seine berühmten Strategien auf die PR-Welt ummünzen. So schafft er es, auf Musikfestivals die Menschenmengen an der Bühne der Sängerin zu bündeln, geht strategische Partnerschaften mit anderen aufsteigenden Musikern ein oder startet Propagandaaktionen im großen Stil. Kann die Sängerin es mit ihrer legendären Hilfe ganz an die Spitze schaffen? Und vor allem, ist Kongming wirklich Ja-Boy? Krieg und Musik. Offenbar zwei Welten, die nicht so unterschiedlich sind, wie sie scheinen. Mit tollen Tracks und einer spannenden Underdog-Story bringt dieser alte Stratege frischen Wind ins Musikbusiness.